Ich erinnere mich genau, wie ich als Kind staunend darin blätterte, überwältigt vom Vermächtnis all jener Menschen, die mir vorangegangen waren. Dies, dachte ich, ist also die Geschichte, die in meinem Leben ihre Fortsetzung finden will, von der ich jedoch nie gefragt wurde, ob ich sie überhaupt fortschreiben möchte. Ich fragte ja nicht die Menschen an sich, sondern die Reichen als Ganzes. Als Klasse. Aber was können die Menschen denn dafür, dass sie reicher sind als andere? Ja, sie können etwas dafür, dass die Verhältnisse immer wieder aufs Neue bestätigt und gefestigt werden. Oft erscheinen die äußeren Zeichen des Aufstiegs erst, wenn es in Wirklichkeit schon wieder abwärts geht. Lass mich los! Wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende Einzelwesen, sondern wie die Glieder einer Kette. Sie werden Einblick in die Lage eines Unglücklichen, nicht eines Schuldigen bekomme ich. Wer bist denn du, dass du bestimmen willst, was in der Welt das Wesentliche ist? Natürlich schon wieder, Karl! An eurem Fenster zieht! An die Servietten, die richtig gefaltet! Die großen Buddenbrooks, sie gehen den Bach hinunter. Und wer ist schuld daran? Die schwachen Weiber, die dummen Weiber. Weil sie nicht jede Entscheidung mit dem Rechenschieber rechtfertigen. Ich mache dich zunichte! Muss man sich halt so einrichten, dass länger halten, die schönen Zeiten. Ich habe immer gewusst, dass du kalt bist. Aber ich hab's irgendwie geschafft, dich trotzdem zu lieben. Bis heute, bis gerade eben. Jetzt, wo der kleine Hanno da ist, ist mir, als ob noch mal eine ganz neue Zeit kommen muss.